Alua und weiter im Text mit The Blob 2. Zumindest für einen dicken Sack Farbe. Ja, aber auch für euch. Du schaffst es nie bis zum Hypnostrahler. Du bist einfach zu spät dran. Aber deine vergeblichen Bemühungen amüsieren mich. Wenn wir ihn schnappen, wird er keine so große Klappe mehr haben. Nimm den Z-Sprung. Großartig gemacht. Aber es sieht so aus, als habe er die Leiter hinauf zum Hypnostrahler außer Betrieb gesetzt. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu reaktivieren. Wir sind hier im Weltall. Noch eine Sackgasse. Blob, wie willst du mich nur jemals erwischen? Ich gebe dir einen guten Rat. Gib auf. Drück Start und wähle beenden. Brrr. Es gibt keine Möglichkeit, mich aufzuhalten, nicht bevor der ganze Planet mir gehört. Ja. Aber ich denke mal, du fühlst dich verpflichtet, es zu versuchen, oder? Gern. Ja, Moment. Ich guck mal ganz kurz was. Da bin ich wieder. Ja, was ich gucken wollte. Komm schon, Blob, wir müssen dranbleiben. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob ich, ich soll der Spur Farbatome folgen. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob die Aufnahme funktioniert. Also, ob meine Stimme aufgenommen wird. Denn wenn nicht, wäre das extrem ärgerlich gewesen. Okay, ich muss alle Farbatome... Gib her. La 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 la. Hier gibt es keine mehr, aber da... Da gab es noch welche. Au, 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 au. Drei noch. Oh Gott, wir sind winzig klein. Oh nein! Das habe ich jetzt gerade voll unterschätzt. Nein. Ich will groß sein, wenn ich daran muss. Okay. Aber ich muss auch nur noch das eine sammeln. Gut. Jetzt wäre nur gut da. Ich habe es gesehen. Da ist es. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich hab dich. Es muss einen Weg von seinem verrückten Korkenzieher runtergeben. Okay, das geht. Finde ihn schnell, Blob. Ich habe ihn, glaube ich, gefunden. Keine Farbe außer auf der Außenseite dieses Asteroiden. War das Farbe? Ja, nee, Wasser war das. Autsch, 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 autsch. Oh, lass uns diese... Das war dumm. Wieder rein. Lass uns diese leblosen Felsen aufwecken. Hallo? Ach so. Hui. Huch. Ich will doch nur das da. So. Das Farbenenergie, die brauchen wir bestimmt noch. Ich sagte, die brauchen wir bestimmt noch. So. Dumm. Ich hab Zeit. So, hoch da. Und dann färben wir um in Blau. Ist jetzt nicht so schwer gewesen. Mal sehen, wie die Gebäude draußen wie... mal die wie Gebäude draußen wie violett an. Mal sehen, genau. Gut, das sind 14 Gebäude. Das sollte man hinkriegen. Zack, zack. Und bloß nicht in die Farbe, ins Wasser fallen. Und im Idealfall auch nicht ins Wasser. Was habe ich gerade gesagt? Oh, shit. Nee, wo ist denn... Wo war denn...
Wo war denn? Oh, oh. Ich finde meinen Farbpool nicht mehr. Oh, oh. Uncool. Da ist er. Ah! Vollidiot. Brauch Farbe. Es sind doch nur noch drei. Aber wir müssen hier ja gleich so ein Riesentheater machen, ne, Blob? So, da vorne. Ich. Oh Gott. Hör auf zu laggen, Spiel. Gute Arbeit, Blob. Beeil dich, wir müssen in Bewegung bleiben. Jo. Ich dachte, ich hätte euch Idioten angewiesen, die Leiter zu deaktivieren. Ups, hab mein Mikro angelassen. Hallo? Das hat einen Teil der Leiter aktiviert. Einen Teil? Wenn wir die anderen beiden Asteroiden in dieser Region mitnehmen, können wir vielleicht zu Genosse Schwarz aufschließen. In Anbetracht der Tatsache, wie sehr dir mein letzter Test gefallen hat, dachte ich mir, ich gebe dir eine weitere Chance, Blob. Diese mundgesichtigen Idioten werden demnächst in den Himmel geblasen. Wie Narren hoffen sie darauf, dass vielleicht ein Held kommt, um sie zu retten. Aber ich bin in dieser Richtung und ich halte das Schicksal von Millionen in meinen Händen. Was soll's sein, Blob? Nach unten springen, um ein paar gestrandete Wissenschaftler zu retten? Oder vorwärts mit dem Zeitsprung, um die Weltbevölkerung zu erlösen? Ich rette natürlich die... Oh, oh. Mist. In unserer dunkelsten Stunde fiel ein Held vom Himmel. Kann es statistisch irgendwie noch unwahrscheinlicher werden? Oh ja, danke für die vielen Infos. Wir müssen die Maschinen schnell in Betrieb nehmen, und zwar schnell. Aber die Inkti-Agenten bewachen die einzigen Farbquellen und wir kommen nicht zu ihnen hin. Wenn wir nur die Pumpe aktivieren können, wären wir vielleicht in der Lage, den Rest des Systems wieder zu funktionieren zu bringen. Könnt ihr uns helfen, aus dieser unwahrscheinlichen Tintokalypse wieder rauszukommen? Klar. Machen wir. Es sind Aliens. Jupp, jupp, jupp. Du machst das klasse, Blob. Ich weiß, ich bin ja Blob. So. Ich muss grün sein dafür. Kriegen wir hin. Da vorne ist der Knopf. Glaub sie mal, mehr Verstärkung. Meine belagernden Kollegen haben einen Regenbogen extra, das du vielleicht recht gut gebrauchen kannst. Bringt mir das Regenbogen extra auch etwas, wenn ich gegen die hier kämpfen möchte? Ja, bringt es. Mach weiter, es gibt nicht mehr viel zu tun. Okay. Großartig. Yeah. Wo ist das Regenbogen extra? Da. Und da drüben hin. Oh Gott. Ahne, oder ich habe so die Befürchtung, dass ich das nicht zeitlich schaffe. So, wo ist das letzte? Da in die Richtung. Oh, da ist ein Knups. Hier, oben. Oh Gott, Wasser. Wo ist Wasser? Grr. Okay, das kriegen wir aber hin. Yeah.
Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist ja nicht so, als hätte ich Zeitdruck oder so. Nö, nö. Moment mal. Okay, noch 9 zu befreien. 7 Bäume und ein bisschen noch was aufräumen. Das könnte sein, dass das die letzte Bonusmission ist. Wo ist denn das? Mein Regenbogen extra. Ich dachte schon. Heirika benutzt den grünen Schalter auf der zentralen Plattform. Sekunde. Zentrale Plattform, ach, die da oben, wa? Gut, dann brauche ich nochmal das Regenbogen extra, was ich nicht mehr kriege. Okay. Ey, 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 ey. Hallo, nicht laggen. Laggen ist böse. Okay. Die sind weg. Du hast es geschafft, Blob. Die Wissenschaftler sind in Sicherheit. Wenn wir das hier überleben, schreiben sie möglicherweise eine These darüber. Und nun lass uns einen Weg hier raussuchen und versuchen, Genosse Schwarz aufzuhalten. Ja, machen wir. Habe ich hier jetzt wirklich alles? Es wird Zeit, deine Transformation in die Wege zu leiten, Blob. Glückwunsch, Denar, du hast eine Seifenblase voller Wissenschaftler gerettet. Währenddessen habe ich jeden, den sie jemals kannten, unter meiner Kontrolle gebracht. Er wird nie gewinnen, Blob. Du bist der Held. Er ist der Schurke. Schnell, lass uns weiterziehen. Oh Gott. Grüße dich, Blob. Wir werden ihn aufhalten. Spring rein. Wo rein? Ach so. Da rein. Oh Gott, ich ahne Furchtbares. Wir müssen auch diesen Asteroiden anmalen. Achte auf die Wassersprenkler. Oh Gott. So. Herrlich. Geh wieder nach draußen und mal den Asteroiden grün an. Haben wir denn hier irgendwo auch eine grüne... Ach, da vorne. Okay, und runter geht's. 27 Minuten. Ich fürchte, ich habe richtig Angst davor, dass das nicht reicht. Oh Gott. Oh Gott, ich war gerade ein bisschen stiller, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich jetzt verbrenne. Du hast es. Wir sind fast da. Okay. Dafür hole ich mir jemanden des Kampf. Wir schaffen das. Jetzt müsste, glaube ich, noch eine... Beeil dich, Blob, die Uhr tickt.
Ja, wo ist denn mein Zeitsprung? Mist. Egal. War das richtig, was ich gerade getan habe? Arbeite fleißig, Blob. Ich brenne. Oh Gott. Ich ahne Furchtbares. Ich brenne. Komm wieder. Oh Gott. Oh weh. Gibt's echt nur noch eine 1 Uhr? So, wo soll die denn sein? Da. Prima, schnell, such einen Weg von diesem Ding hier. Jetzt habe ich nicht gelesen, was sie gesagt hat. Egal. Yay. Oh weh. Oh weh. Oh Gott. Oh, und ich sehe gerade, wir haben überzogen. Wir sehen uns im nächsten Part von der Blob 2 wieder. Ovary.